So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Jo, heute geht's wieder eine Runde WW2K16. Und da spiele ich meine Karriere weiter mit Zack Sabre Jr. Hatte ja gestern angefangen. Oder war das? Ich glaube, es war gestern. Nee, gestern hatte ich weitergespielt. Ich glaube, vorgestern hatte ich angefangen. Jo, also, ich hatte jetzt meine ersten NXT Matches abgeschlossen. Ich habe gerade, glaube ich, einen Fehler mit Tyler Breeze und bin auch nicht mehr in einem Tag Team mit Baron Corbin, vermutlich, weil ich face geturnt bin, denke ich mal. So, hier sehen wir Roman Reigns, der hat heute am 25. Mai Geburtstag. Keine Ahnung, wann das Video hochgeladen wird, denn Flo ist da sehr faul in letzter Zeit. Aber er hat keinen großen Ansporn, trotzdem war er sehr zuversichtlich vor dem Anfang, dass wir schon viele Abonnenten in kürzer Zeit schaffen. Naja, okay. Erstes Match heute bei NXT gegen Fandango. Aber ich denke mal, Tyler Breeze greift ein, weil irgendwie kämpfe ich dann nie gegen Main Roster Superstars. Hier, ich bin Sechser beim. Ich bin Sechser Contender für ein NXT Championship, den Finn Bella gerade trägt. Und mal schauen, ob ich mein Match kriege. Ich wette nicht. Mal schauen. Na doch. Doch, das Match. Denn das sieht man halt immer, wie ich schon in vorherigen Videos gesagt habe. Ob da dann halt steht, Einzug aus ein, ob man das halt einstellen kann. Oder, und wenn man es halt nicht einstellen kann, dann ist klar, dass es eingegriffen wird. Dass eingegriffen wird. Vorhin ein Power Wrestling-Magazin gekauft. Ja, das ist eigentlich ganz interessant zum ersten Mal, weil mein Kumpel hatte das immer gekauft. Ich glaube, es erscheint einmal im Monat. Aber egal, jetzt geht's hier ums Match. Zack Sabre Jr. gegen Fandango und da erstmal hier mit dem schönen Single Leg Dropkick. Irish Whip in die Seile und. Oh, was für eine Clothesline. Sah ja wie aus wie die Meat-Hook von Ryback. Mal schauen, ob er noch zurückkommt. Oh, und Fandango kommt dort. Was macht er? Aber er arbeitet hier erstmal mein Bein, zieht das Rad hinter. Tritt. Und er hält Zack Sabre Jr. auf. Und Back Suplex. Tritt an die Brust. Zählt der Sabre Jr. auf. Und Snap Suplex. Schöne Aktion. Hier vom Tänzer. Und Konter von Zack Sabre Jr. dem großen Talent. Und schlägt ihn aber Fandango. Steht einfach auf. Und Konter wieder von Fandango hier mit den harten Schlägen. Und noch ein Light Suplex. Gleicher Pin hinterher. Aber Kickout. Vom Briten. Oh, da wollte Fandango den Next Snap machen, aber Zack Sabre Jr. weicht aus. Jetzt hier mit dem Irish Whip und Fandango. Oh, wird rausgestoßen mit einem schönen Headbutt hier. Jetzt kommt Fandango wieder rein. Sabre Jr. geht auf die Second Row. Springt. Oh, und hier zieht er ihn hinter. Schöne Aktion. Und jetzt geht's hier den Northland Suplex, wie eben Fandango an. Mich gezeigt hat jetzt ich an ihn. Zählt der Irish Whip in die Ringecke. Und zählt wieder Single Leg Dropkick. Und jetzt bearbeitet Zack Sabre Jr. hier das Kinn von Fandango. Oh, was passiert jetzt? Eine Sequenz. Erstmal die dritte. Und Tyler Breeze kommt rein. Und Fandango steht auf. Oh, ja, natürlich hat er jetzt einen Finisher, Alter. Was denn sonst?
Oh nee, ey, bitte nicht. Ey. Jetzt kommt dieser scheiß Dancing Leg Drop. Naja, zum Glück noch nicht. Was ist das für eine Kacke? Ich war gerade dominant. Dann kommt Tyler Breeze raus. Na, was für ein Wunder. Pinnt er mich jetzt? Another amazing singles contest. These two never cease to entertain the WWE Universe. Und Suplex hat gekontert in einen. Ich weiß nicht, ich glaube in Virtus Russian Leg Sweep. War kein richtiger DDT. Irish Rip in die Ringecke. Und. Oh, mit dem Knie. Und dann. Oh, die 9-Shot. Ha! Und jetzt greift ihn an Hals. So, like. Und sechs Elbenschuhe. Ach du Scheiße, was hat er jetzt so? Sechs Elbenschuhe nach draußen. Ach du Kacke. Was für eine Aktion. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Obwohl, es ist bitte Tyler Breeze. Achso, das war jetzt nur die Ablenkung. Das ist einfach nur ein Fiesang, wahrscheinlich. Aha, Fandango taunted. Aber ich greife ihn an. Nice, Dropkick, sehr schön. Tritt, er kontert und... Oh, noch ein Tritt. Hallo, ich greife ihn. So, und jetzt... Sabre Junior. Den Fandango in die Seile und der haut ihn erstmal drüber. Und oh, schöner Dropkick ins Gesicht. Von aktuellen Indie-Talent. Schöner Dropkick hier. Und er hebt ihn auf. Der Irish Whip hier gegen die Barrikaden. Und, oh, Swinging DDT. Leider gibt's hier keine Punkte von Gold. Soll ich das abbauen? Ach, schön taunten noch. Wunderschön. Ha, und er taunt sich gerade und wieder Swinging DDT. Schöne Aktion. Aber ich pin ihn nicht, nein. Ja, jetzt holt er sich eh hin. Ein. Oh! Mann, warum vergesse ich in letzter Zeit wieder Mufas? Egal. Über die Top Rope wäre es ein Tobi Cornillo, beziehungsweise über die Top Rope Somersault. Oh shit! Tiger Suplex! Was ist das? Ist es das Ende? Für Fandango! Pin! 1, 2! Oh, schon bei 2 direkter Kickout. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, das ist ein harter Tritt hier gegen den Rücken. Fandango steht auf. Zack Sabre Jr., was macht er? Ach du Scheiße! Sabre Driver! Ist das das Ende für Fandango? Der Ref zählt! 1, 2! Oh nein, schon wieder Kickout! Schon wieder kickt Fandango aus. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nach dem Tiger Suplex und nach dem Sabre Driver. Und jetzt geht's hier den Back Suplex. Schöne Aktion. Jetzt bearbeitet er hier Fandangos. Körper, sein Rücken und schon 3,5 Sterne Match. Wunderbar. Oh shit, Fandango hat einen Cut. Vor allem, wenn ich gerade eine Aktion gegen Rücken mache, hat er natürlich einen Cut an der Stirn. Das ist natürlich sehr realistisch. Alter, nee. Nee, ich würde das in Signature, oder? Ja. Das ist für ein Signature. Das ist für ein Signature. Ein Elbow ins Bein. Yes, nice. So gekontert und der Chop, der Schlag und. Erstmal Zack Sabre Jr. mit Fandango. Oh shit, jetzt hebt er ihn hier auf die Top Rope.
Was hat er denn vor? Ach du Scheiße. Oh, Fandango kontert die Aktion und er springt. Oh, es war ja ein Standing Leg Drop. Und oh shit, jetzt kündigt er seinen Finish an. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass Dancing Laptop ein Finisher ist. Der andere ist... wie bloß ist der Abigail? So, mal gucken, ob ich auskicke. Ich hoffe schon. Ja! Oh, sehr wichtig. Gut, zum Glück. Fandango beschwert sich, dass der Ref zusammengezählt habe. Und der kommt dann natürlich schon wieder. Jeder macht das Finisher. Ach, zum Glück nicht. Das war der schöner Suplex hier. Fandango wischt Blut von seiner Runde und jetzt kündigt er schon wieder seinen Finisher an. Geht er durch? Oh. Wieder. Warte, ich guck kurz nach. Wie der Finisher heißt. Er heißt. Wow, Swinging Reverse STO. Super. Ist das das Ende für Zack Sabre Jr.? Ja! Er kickt aus! Er kickt aus! Nicht das Ende! Nicht das Ende! Wer hätte das gedacht? Er kickt aus zwei Finishern aus. Das junge Talent aus Großbritannien. Fandango versucht den Tritt, tritt aber in die Luft und oh, Springboard Leg Drop. Das tanzt er hier, wunderschön. Ha, ganz arrogant tritt er hier Zack Sabre Jr. Und jetzt rollt er ihn auf den Bauch und Dropkick. Und Junior kontert. Und. Hä? Das war ja wieder das Swinging Reverse STO. Also der. Das war ja Finisher, glaube ich. Sag ich mal. Und. Zack Sabre Junior. Oh, Scheiße. Tiger Suplex. Tiger Suplex. Ist das das Ende? Will er es beenden? Oh nein. Warum beendet er es nicht? Komm schon, beende es doch. Ach du Scheiße. Sabre Driver! Er wollte es richtig beenden, nicht nach seinem Signature, sondern nach seinem Finisher. Und das muss das Ende gewesen sein. 1, 2, 3. Zack Sabre Jr. gewinnt in einem großartigen Match gegen Fandango. Sehr schön gewrestelt hier von den beiden. Hier der erste Sabre Driver. Und ein Wunder wirklich, dass ich aus beiden Swinging Reverse STOs auskicke, also aus beiden Finishern von Fandango. Hier nochmal der Kickout. Und da kündigt er seinen ersten oder zweiten an, ich glaube, ach, ich weiß gar nicht. Naja, hier auf jeden Fall sein Finisher. Ja, ich glaube, es war der zweite. Und ja, also... Zack Sabre Jr. gewinnt gegen Fandango dieses wirklich großartige Match bei NXT. Hier noch geht der gerade so der Kickout. Nee, okay, eben war es der erste Finisher. Jetzt war es der zweite. Und da gibt's dann auch nochmal den Kickout. Was für eine Aktion vom Briten, der hier ein herausragendes Match geliefert hat. Hier nochmal der Sabre Driver, der dann den Schluss einbrachte. Der Ref zählt. 1, 2, 3. Das war's, das Ende. Zack Sabre Jr. geht bitte in ein 3,5 Sterne Match gegen Fandango. Hier sehen wir es. Also wie gesagt, ich bin immer noch Face und jetzt hat sich meine Beziehung zu Fandango ein wenig verschlechtert. Aber das ist mir egal, weil Tyler Breeze momentan mein Fädengegner ist. Dessen Musik